Das Schönste am Priestertum ist die Eucharistie, die Feier der Eucharistie, der Vollzug der Eucharistiefeier, der Heiligen Messe, des Messopfers. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, auch in Rom war das, die Heilige Messe, die Feier der Heiligen Messe. Meine erste Heilige Messe allein nach der Priesterweihe war am 30. Juni 1975 direkt über dem Grab des heiligen Petrus. Also unter dem Papstaltar befindet sich das Grab des heiligen Petrus und dort gibt es die sogenannte Confessio, ein Altar, auf dem die Heilige Messe gefeiert werden kann. Kleine Gruppe, meine Eltern dabei, einige Mitbrüder. Und ich konnte dort die Eucharistie feiern. Und da war mir klar, in dem Moment, wo ich die Hostie erhoben habe, ganz in die Höhe, nach der Wandlung, dass in der Eucharistiefeier mir die ganze Welt, die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit letztlich mit Christus, durch Christus und in Christus in das Herz Gottes des Vaters hineinheben. Das heißt, zum letzten Ziel. Von ihm ist alles ausgegangen und zu ihm führt alles zurück. Das ist das Schöne beim Priestertum, dass der Priester Möglichkeit hat, durch eine Feier des Messopfers die ganze Schöpfung wieder in das Herz Gottes des Vaters zu legen und so zum neuen Himmel und zur neuen Erde beizutragen. Was kann es Schöneres geben? Zweiter Höhepunkt ist auch das Bußsakrament, das Sakrament der Versöhnung, der Barmherzigkeit, würde ich auch sagen. Das Bußsakrament, die heilige Beichte. Da ist es wunderschön zu erleben, wie Menschen durch ihre vollkommene Liebesreue völlig umgewandelt werden. Das Neuwerden des Menschen, Altes ist vergangen, Neues ist geworden, durch Vergebung, Verzeihung, durch Absolution. Der absolute Gott absolviert, das heißt, spricht frei, spricht los. Er rettet, er erlöst, er befreit und er heilt. Der rettende Gott, der erlösende Gott, der befreiende Gott und der heilende Gott, der dem Menschen einen ganz neuen Anfang schenkt. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und du darfst als Priester sagen, ich spreche dich los von deinen Sünden, weil du zweiter Christus, anderer Christus bist, weil du als zweiter Christus diese Handlung vollziehen darfst. Jesus Christus hat dir diese Vollmacht dazu auch geschenkt und setzt sein Wirken durch dich fort. Es ist ein Fortwirken des Wirkens Christi, der Wirklichkeit Christi. Was Jesus hier auf Erden vollzogen und gemacht hat, das setzt der Priester in den Sakramenten fort.